Yo, was geht ab, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen zu einem neuen, ganz kurzen Video für zwischendurch. Ja, ich brauche mal wieder ein paar Tipps von euch, denn mit Borussia Dortmund, mit der Karriere bei FIFA 16, geht es jetzt in die Winterpause und da ist der Transfermarkt wieder einen Monat offen. Wir haben ja 106 Millionen Euro zur Verfügung, weil wir ja die Finanzspritze da aktiviert haben. Ich werde zwar jetzt nicht die größten Weltstars holen, aber vielleicht ein, zwei, ja, coole Spieler wären schon nicht schlecht. Und dazu hätte ich gerne mal wieder eure Tipps in den Kommentaren. Wen soll die holen? Wen soll die verkaufen? Und ja, ein paar Vorschläge von mir. Nachdem ja Alessandro Pato noch 4 bis 5 Monate verletzt ist, also der fällt fast für die komplette Rückrunde aus, wäre mein Vorschlag, dass wir vielleicht einen neuen Stürmer holen. Vielleicht Daniel Sturridge. Ist ein cooler Spieler, hat man ja schon mal bei FIFA 13, glaube ich, mit Dortmund. Über den könnten wir uns überlegen. Der kostet allerdings 40 bis 50 Millionen Euro. Oder vielleicht irgendeinen anderen Stürmer. Und dann hätte ich nur einen Rechtsverteidiger. Der legt mir auch nur ein Herzen. Und vielleicht nur einen guten ZOM. Naja, ihr wisst Bescheid. Lasst die Tastatur glühen. Schreibt alles rein in die Kommentare. Vielleicht ein paar sinnvolle Kommentare. Nicht nur den Spieler reinschreiben, sondern irgendwie ein bisschen Text dazu. Würde mich freuen. Gut, dann wünsche ich euch einen schönen Sonntag. Heute um 13 Uhr kommt Dortmund. Heute um 14 Uhr kommt Bayern. Das ist so der Plan für heute. Dann sage ich an dieser Stelle danke fürs Zuschauen. Macht's gut und bleibt am Ball. Ciao.